Ach Mensch, da sind wir wieder, Freunde. Soeben wurde der zweite und auch absolut unerwartete Teilnehmer des Mob-Votings vorgestellt, und zwar das Gürteltier. Das Gürteltier, muss ich sagen, ist was völlig anderes und auch was ganz Besonderes, ehrlich gesagt. Auch der Use bzw. der Drop dieser Tiere dürfte vor allem Minecraft-Spieler, die gerne mit Wölfen unterwegs sind, sehr, sehr interessant sein. Meine Aufgabe ist es jetzt, wie immer, euch alles Wichtige zu diesem Thema zu berichten. Eure Aufgabe ist es heute, das Like-Ziel von 4444 zu knacken. Eine ordentliche Zahl, aber für euch nur ein kleiner Klick, für den Schleimi immer eine riesengroße Freude. Und jetzt, wie immer, zunächst einmal Clip ab. I don't remember this being here. Are you sure this is a shortcut to Minecraft Live? Absolutely. I'll prove it. This is the armadillo, one of the mobs that wants to join Minecraft. It lives in warm places, like this savanna biome. The armadillo drops scut, which can be used to craft armor for your wolf. This will give your favorite four-legged friend some extra defense against hostile mobs. I am not lost, but do you know the way to Minecraft Live? Do you want the armadillo to join Minecraft? Huh? Voting opens on October 13th at 1 p.m. Eastern Daylight Time, and you'll have 48 hours to cast your vote. Wow. Okay, wirklich. Also, Freunde, es ist ein wirklich cooles Tier. Also, einfach ein Gürteltier. Wie cool und unerwartet kam das denn jetzt bitte? Dieser Mob hält sich in, wie im Video erwähnt, in warmen Biomen, wie beispielsweise der Savanne auf. Erschreckt es sich, rollt es sich logischerweise zusammen, wie auch im echten Leben. Und es kann was ganz Bestimmtes droppen. Und zwar sogenannte Scutes oder auch im Deutschen Schild oder Panzer. Das ist Wahnsinn, denn dieser Scut, haltet euch fest, wird dafür genutzt, unsere vierbeinigen Freunde zu verstärken, und das mit Hilfe einer Hunde- bzw. Wolfsrüstung. Genauere Infos, wie man das jetzt craftet, wie viel Schadensresistenz das Ganze jetzt bietet, gibt es zwar logischerweise noch nicht, aber das klingt jetzt schon mal extrem vielversprechend. Auf der Minecraft.net-Seite steht zu den Gürteltieren das hier. Das Gürteltier nennt die weite Wüste des Savannenbiomes sein Zuhause und stapft lassen durch das hohe Gras, es sei denn, sie überraschen es. Genau wie einige seiner realen Gegenstücke kann sich das Gürteltier beim Erschrecken zu einer blockigen Kugel zusammenrollen, was genauso süß aussieht, wie es klingt. Das Gürteltier lässt auch einen besonderen Schild fallen, mit dem sie etwas Neues herstellen können. Eine Wolfsrüstung. Wie eine Pferderüstung bietet auch die Wolfsrüstung ihrem vierbeinigen Freund zusätzliche Verteidigung. Perfekt, wenn sie und ihr Lieblingshaustier nach Einbruch der Dunkelheit dazu neigen, von Skeletten überrascht zu werden. Also ich muss direkt sagen, das klingt verdammt gut. Also dieser Use ist für mich bis jetzt, ich möchte unparteiisch bleiben, jeder hat seine Meinung, jeder soll für das stimmen, was er will, aber dieser Use klingt für mich auf jeden Fall wie gemacht. Ich liebe es, mit Wölfen rumzulaufen, vierbeinige Freunde zu haben, Wolfsarmee, und die dann auch noch mit Rüstung auszustatten, das ist schon extrem, extrem, extrem cool. Ich muss aber auch sagen, dass ich vor allem extrem froh darüber bin, dass die Entwickler aus den vergangenen Fehlern der letzten Jahre gelernt haben und die Mobs immer mal wieder etwas spezifischer vorstellen. Du weißt also direkt, wo sie sich aufhalten, was sie tun und was du genau mit ihren Drops bzw. Items so anstellen kannst. Das macht halt die Stimmabgabe beim Voting deutlich einfacher, nicht unbedingt einfacher, wenn man sich vielleicht nicht entscheiden kann, aber du weißt genau, was können die alle, will ich das nicht, und dann kannst du sagen, dann vote ich dafür. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Aber was ist eure Meinung zu den Gürteltieren, vor allem zu den News? Ab damit ohne Gnade in die Kommentare. So, jetzt erneut eine Spoilerwarnung, da es wieder mal neue Leaks gibt. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber diese sind dieses Mal zu 100% korrekt. Falls ihr also den letzten Mob-Teilnehmer nicht sehen wollt, sondern erst morgen, dann einfach bis hier vorspulen. Jedenfalls wurde bereits gestern Abend oder auch heute Morgen von einigen Usern geleakt, dass es das Gürteltier sein wird, also das zweite Mob, das da teilnehmen wird. Fragt mich nicht, woher die immer die ganzen Screenshots und Infos haben. Ich habe die nicht mal, aber es stimmt tatsächlich. Der nächste Mob-Vote-Teilnehmer soll nämlich Pinguine sein. Die werden uns dann morgen auch wieder um 17 Uhr noch vorgestellt und hoffentlich auch mit einem guten weiteren News. Was ich bei Pinguinen irgendwie, da weiß ich noch ja nicht, was man mal mit denen anfangen soll. Also nicht falsch verstehen, ich liebe Pinguine und es wäre ein absoluter Must-Have und absolutes Must-Have-Feature, dass diese Tiere auch mit dabei sind, weil sie einfach ein Muss sind. Aber was könnte man mit
deren, was könnten die droppen? Was könnte man damit machen? Versteht ihr, was ich meine? Somit wären aber die Teilnehmer des Mob-Votings 2023 Krabben, Gürteltiere und Pinguine. Zwei eher warmlebige Tiere, wenn man das so sagen kann. Und auch mal ein neues Tier für die kalten Biome. Natürlich müssen wir noch abwarten, welchen News die Pinguine haben werden. Aber welcher Mob hat zum aktuellen Stand eure Stimme? Noch die Krabben, die eine Klaue fallen lassen, mit der du dann Blöcke weiter entfernt platzieren kannst. Ein Gürteltier, aus dessen Panzer du Wolfsrüstung craften kannst. Oder doch die Pinguine, dessen News bis morgen noch unbekannt ist. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich danke euch für den ganzen schleimtastischen Support in der letzten Zeit und danke auch fürs Zuschauen.